Und damit herzlich willkommen zu einem weiteren Angeschaut-Video. Nelson and the Magic Cauldron, The Journey. Wir starten einfach ein neues Spiel direkt rein. Hi, mein Name ist Nelson. Ihr kennt mich vielleicht von meinem ersten Spiel. Vor kurzem erreichte mich eine Einladung zu einem Wettbewerb, bei dem alle Teilnehmer magische Tränke zubereiten sollen. Leider war ich schon spät dran, um die nötigen Vorbereitungen zu treffen. Aber mein Onkel Sid hatte die rettende Idee. Und so begaben wir uns auf die Reise. Ja. Stunden später. Wo sind wir denn jetzt gelandet? Wir sind in Himmelstadt, einem lauschigen Luftkurort. Und was machen wir hier? Du musst das Rezept für einen magischen Trank besorgen, mit dem du den Wettbewerb gewinnen kannst. Die Zutaten dafür am besten auch noch. Na, wenn das alles ist. Irgendwie beschleicht mich das Gefühl, dass es nicht alles ist. Beim Titel 1 das Rezept. Klingt wahrscheinlich einfacher, als es ist. Das ist das Menü. Okay. Leider habe ich noch keine Karte in meinem Besitz. Okay, wir haben keine Karte. Das ist unser Inventar. Okay. Hallo auch. Es ist schön, dich mal wiederzusehen, Nelson. Was muss ich für das Rezept besorgen? Woher soll ich das wissen? Du weißt nicht, was ich für das Rezept benötige? Nun, du brauchst erstmal das Rezept. Soweit ich weiß, hat der Lord dieser Insel ein magisches Rezept in seinem Schloss. Es gibt übrigens heute eine große Party. Wo ist der Haken? Nun, er ist untot und kann lebende Menschen nicht leiden. Na, wenn es weiter nichts ist, das sollte doch ein Kinderspiel sein. So, wir stürzen uns einfach runter. Sache sie. Kennst du dich hier ein bisschen aus? Hier gibt es einen Laden für magische Gegenstände. Aber die Preise sind recht hoch. Wie hat denn Sid eigentlich das Geld für das Luftschiff zusammengekratzt? Keine Ahnung. So weit bin ich noch nicht in seinem Tagebuch. Tagebuch? Ja. Willst du auch mal einen Blick reinwerfen? Ja. Also eigentlich sollte man nicht im Tagebuch eines anderen schauen. Es ist dein Onkel. Okay, gib schon her. Geduld, Nelson. Erst wenn ich es durch habe. Es wird wahrscheinlich immer dasselbe sein. Ich gehe da mal wieder. Viel Erfolg. Dann wollen wir mal. Onkel Sid geht nie ohne ausreichend Sprit auf Reisen. Ein Bestatter an Bord. Guten Tag, Sir. Warum begleiten Sie uns eigentlich auf der Reise? Ich setze darauf, dass Sie die Reise nicht überleben werden, Sir. Wie nett. Irgendjemand muss Sie doch beerdigen, Sir. Doch, oder recht. Haben Sie nicht woanders noch zu tun? In der Tat, aber ich habe mir Urlaub genommen. Die Toten werden sich schon nicht beschweren. Sie haben nicht zufällig ein paar Körperteile dabei? Normalerweise ja, aber ich wollte dieses Mal mit leichtem Gepäck reisen. Also keine Körperteile? Leider nein, Sir. Vor allem normalerweise ja, ist gut. Sie müssen sich also selbst welche ausgraben. Und wie soll ich das machen? Ich kann Ihnen meine Schaufel leihen. Sie haben eine Schaufel dabei? Aber sicher, Sir. Schließlich muss ich sie ja irgendwie begraben. Das leuchtet mir ein. Bitte sehr, Sir. So leicht ich muss kommt dann man mal also los. Eine Schaufel. Und immer schön die Gefahr suchen, Sir. Werde ich machen. Keine Sorge. Finger weg, Nelson. Warum denn? Die Karte brauche ich noch. Das wäre meine Karte gewesen. Der Gürtel ist jetzt wohl zu eng geworden. Tintenfass haben wir auch. Ein Tintenfass mit Feder. Hallo, Sid. Hey, wie geht es meinem Lieblingsneffen? Lieblingsneffe? Wie viele Neffen hast du denn? Du bist der Einzige. Verstehe. Sag mal, wie hast du das Luftschiff eigentlich getauft? Die Möwenschiss. Die Möwenschiss? Also. Ich habe das Schiff so günstig erstanden, weil es vom Möwen zugeschissen war. Der Vorbesitzer wollte es nicht mehr. Ja, easy. Aber da ist der Vorbesitzer zuvor zum Reinigen gewesen. Ich muss noch ein paar Zutaten einkaufen. Ja, und? Hast du noch ein bisschen Geld übrig, Sid? Nee, nichts mehr da. Ich habe alles in dieses Luftschiff investiert. Na toll.
Aber wenn du einkaufst, kannst du mir vielleicht ein Fernrohr mitbringen. Meins ist vom Deck gerutscht. Ich sehe mal, was ich tun kann. Ja. Ich muss dann wieder los. Bis später, Nelson. So far, so gut. Von da das Luftschiff verlassen. Dass wir hier dass wir hier einfach vom Bord fallen können. Hey, sieh da! Bin ich ein bisschen nervös. Parko ist abgelaufen. Was gibt es denn? Hier einfach anzulegen ist nicht kostenlos. Haben Sie nicht die Parko gesehen? Was kostet denn das Parken? 3 Silbertaler für eine Stunde. 3 Silbertaler? Das ist ja Wucher. Das hier ist auch ein exklusiver Kurort. Bubi! Mama? Bubi, das Essen ist fertig. Mama, du sollst mich doch nicht so nennen, wenn ich die Rüstung anhabe. Wir haben darüber gesprochen, ich bin eine Respektsperson. Es gibt Fischstäbchen. Fischstäbchen? Wie geil. Ich komme, Mama. Du hast noch mal Glück gehabt. Mach aber keinen Blödsinn. Ja, so easy. Kommen wir also vorbei. Fischstäbchen. Kann ich die Sanduhr einfach umdrehen? 3 Silbertaler für eine Stunde? Die spinnen hier wohl. Hey, Moment mal, da steckt noch eine Münze drin. Okay, immerhin haben wir einen Silbertaler. Das Bild kenne ich doch vorher. Bisschen anders, aber... Gartencenter Rapunzel. Wir haben turmhohe Pflanzen zum Spottpreis. Ich glaube, er stand im Ding nicht dabei. Haushaltshilfe gesucht. Okay. Melden Sie sich vertrauensvoll bei mir. Schneewittchen. Haben Sie Erfahrung im Abbau von Erzen? Wenn ja, haben wir vielleicht einen Job für Sie. Bergbaugesellschaft der 7 Zwerge. Bäckerei Hänsel und Gretel. Probieren Sie unser frisches Hexenbrot. Leere Weinfässer. Das Leben hier oben muss man sich wohl schön trinken. Oh Gott, ich hasse Clowns, ne? Ich weiß nicht, ob ich es schon 100-mal erwähnt habe, mindestens, aber ich hasse Clowns. Oh, ein Zirkus ist in der Stadt. Die sind schon lange wieder weg. Das Plakat hängt schon seit 3 Jahren hier. Warum nimmt das keiner ab? In 5 Jahren kommt der Zirkus doch bereits wieder. Das leuchtet ein. So. Man muss halt nur einmal ein Plakat aufhängen. Irgendwann werden sie schon wiederkommen. Das ist ein Fernrohr, ein Mörser und Otze. Augen, was haben wir noch? Schade, ein Buch, Glaskugel. Denke mal nix, mit der Spinne auch nicht. Ein Fernrohr. Onkel Sid wollte doch, dass ich mir eins mitbringe. Ich würde gerne das Fernrohr kaufen. 1 Silbertaler. Oh. Danke. Viel Vergnügen mit dem Fernrohr. Ein Mörser. Sowas ist für die Verarbeitung von Zutaten nützlich. Was kostet der Mörser? Das kostet 1 Goldtaler. Möchten Sie ihn kaufen? Später vielleicht. Ein Glas Pferdekotze. Und ich dachte, Pferde können nicht kotzen. Was kostet die Kotze? Das kostet einen Sack voll Geld. Sack voll Geld. Monopol. Möchten Sie die Kotze kaufen? Später vielleicht. Okay, was haben wir denn in der Schale? Eine Schale mit vergifteten Äpfeln. Ein ideales Geschenk für die Schwiegermutter. Das Necronomicon. Die Erstausgabe. Natürlich. Toll, eine Glaskugel. Was kann man damit denn machen? Man kann durchsehen. Ein Augenaquarium. Mal was anderes als langweilige Goldfische. Die stehen nicht zum Verkauf. Schade. Was hat sie denn noch so zu sagen? Guten Tag. Hallo auch. Was kann man hier denn kaufen? Alles, was man sich leisten kann. Sie haben wirklich schöne Augen. Willst du mich anbaggern, Jungchen? Ich meine natürlich in dem Glas auf dem Tisch. Ach, so ist das. Meine sind also nicht schön genug, wie? Nein, nein, so meinte ich das doch nicht. Ha, war nur ein Witz, Jungchen. Haben Sie auch Brechmittel? Sie meinen sicher Kotzkraut. Das ist sehr gefährlich und nichts für Anfänger. Was ist denn so besonders an diesem Kotzkraut? Nun ja, es bringt einen zum Kotzen. Das dachte ich mir bereits. So, so, ein ganz Schlauer bist du. Dann sag mir doch mal, wie man es von einem normalen Kraut unterscheidet. Keine Ahnung. Tja, doch nicht so einfach, was? Haben Sie nun sowas? Nein, aber es wächst gut im Mondlicht. Vielleicht findest du was auf der Insel. Tschüss. Ciao.
Wir brauchen also mehr Geld. Dem Verkäufer haben wir es uns jetzt schon verspaßt, weil wir kein Geld mehr haben. Verschlossen. Verdammt. Wer hat einen coolen Planwagen? Das ist der kleinste Markt, den ich je gesehen habe. Hallo. Tag auch. Ist das hier der Marktplatz? In der Tat. Ich verkaufe hier als einziger noch Ware. Und warum nur du? Weil kein anderer einen Planwagen auf den Berg bekommen hat. Und wie hast du das geschafft? Den habe ich nur geerbt. Der Planwagen war als erstes hier. Die Stadt wurde drumherum gebaut. Verstehe. Ja. Was verkaufst du denn hier? Leichenteile. Was? Warum das denn? Irgendwas muss man mit den Leichen doch anfangen können. Wie wäre es mit Begraben? Siehst du hier oben irgendwo einen Friedhof? Okay, ich verstehe das Problem. Ab und zu verkaufe ich auch meine alten Comics. Welche denn? Ich habe noch eine Erstausgabe von Captain Coleslaw vs. Dr. Sausage. Cool, was kosten die denn? Ich wollte schon mal Gold aus der Mine, aber die Zwerge sind extrem geizig und faul. Dass sie geizig sind, dachte ich mir schon, aber faul? Soweit ich weiß, streiken die schon wieder, weil sie eine Tariferhöhung fordern. Kann ich verstehen. Was kosten denn die alten Knochen? Pro Teil 3 Goldstücke. Was? Das ist ja Wucher. Warum denn? Es gibt viele Leute, die sich gerne einen Teil ihrer Verwandtschaft ins Wohnzimmer stellen wollen. Sicherlich. Gibt es denn nichts Günstigeres? Einige sind umsonst. Die Arm- und Beinknochen will keiner haben. Danke, denke ich. Ich sehe mich mal um. Viel Spaß. Willst du tatsächlich Knochen bekommen? Tatsache. Auf ins Stadtviertel. Da hinten haben wir einen großen Stein, da können wir nichts machen. Küchentür, Haustür. Auch nicht weiter, so wie es aussieht. Monkey Island-like erstmal in die. Wahrscheinlich werden wir rausgeworfen, gleich sobald er uns sieht. Also gespült sind die nicht? Nein. Soll man hier direkt vom Tisch essen? Ein Messer könnte nützlich sein. Du sagst noch ein bisschen lauter. Ich muss im Moment nicht schneiden. Ja. Wer kann denn so viel Suppe essen? Guten Tag. Tag auch. Ja, schmeißt uns nicht raus. Ist das hier die öffentliche Kantine? Quatsch, das hier ist eine private Küche. Das ist ja interessant. Wenn du willst, kannst du dich hier umsehen. Aber nichts anfassen, kapiert? Jo. Hey, keine Sorge. Ich werde schon keine Messer klauen. Wer sind Sie denn? Ich bin hier der Koch, du Schlaumeier. Und zwar der persönliche Koch vom Antiquitätenhändler Wolduk. Was kochen Sie denn so? Suppe. Der Typ will immer nur Suppe. Eine besondere Suppe? Das ist ihm völlig egal. Aktuell ist es eine Kräutersuppe. Ich gehe da mal wieder. Ja, gesprächlicher Koch. Aber nicht viel zu tun für ihn, wenn der Herr nur Suppe will, ne? Ziemlich chillig. Sind das jetzt Vorfahren oder ist er das? Sind das ihre Verwandten? Aber nicht doch. Das bin ich selbst in verschiedenen Gemütsverfassungen. Oh, und welche sind das? Also auf dem linken Bild bin ich leicht aufgebracht und auf dem rechten sehr nachdenklich. Aber natürlich, wie konnte ich das übersehen? Ist so. Guten Tag. Guten Tag, mein Herr. Möchten Sie ein paar Antiquitäten kaufen? Darf ich fragen, wer Sie sind? Ich bin Wolduk und vom Beruf Antiquitätenhändler. Mein Name ist Nelson. Ich bin vom Beruf so eine Art Koch. Aha. Mit was für Antiquitäten handeln Sie denn? Mit klassischem Mobiliar und historischen Büchern. Sie kaufen auch Waren an? Ja, sicher. Wenn Sie etwas Interessantes finden, könnte ich einen Blick darauf werfen. Ja. Warum verwenden Sie ein Monokel? Nun, ich habe eine Sehschwäche auf dem Auge. Und was ist mit dem anderen Auge? Das ist aus Glas. Oh, das tut mir leid. Das macht doch nichts. Ich muss wieder los. Dann auf bald. Aber eigentlich eine extrem gute Idee, Monokel zu verwenden, um mal ein Auge zeichnen zu müssen. Es gibt nichts Schlimmeres aus Augenzeichnen, finde ich. Okay. Wir haben auch eine Hotspot-Anzeige. Ich habe hier nichts übersehen. Das freut mich schon mal. Ich denke mal, hier habe ich auch nichts übersehen.
gucken wir doch mal. Ich bezweifle zwar, dass das reicht, was wir haben, aber man weiß ja nie. Wir laufen jetzt zwar ein gutes Wegchen zurück, aber egal. In 3 Silbertaler fahren. Da haben wir leider nicht Glück. Hallo. Es ist schön. Was muss ich... Woher... Du weißt nicht... Nun, du brauchst erstmal das Rezept. Es gibt über... Wo ist... Nun. Na, wenn es... Ich gehe... Statter wird auch nichts mehr zu uns sagen, aber wir haben das Fernrohr, mit dem man... Für ihn. Hallo, Sid. Hey, wie geht es meinem Lieblingsneffen? Ich muss noch ein... Ja. Hast du noch ein bisschen... Nee. Na toll. Aber wenn nur ein... Ich seh mal was. Ich muss... Bis... Ja. Ah. Hey, danke, Sie. Nelson. Was ich noch fragen wollte. Ich habe jetzt keine Zeit für dich. Der Ausblick ist sagenhaft, solange ich nicht nach unten sehe. Er ist gerade beschäftigt. Frag mich, was er an. Eine Karte der Insel. Das könnte nützlich sein. Sehr schön. Können wir jetzt damit schnell reisen? Ist die Frage. Zur Hütte Schluss? Hä? Okay. Okay, also wir können auf jeden Fall schnell reisen. Mal gucken. Ah, ja. Sehr gut. Also wir haben jetzt auf jeden Fall einiges offen. Da haben wir ein Holzstück. Ein Holzstück? Man weiß ja nie. Damit eröffnet sich also praktisch für uns die ganze Welt. Sehr gut, sehr schön. Das steht auf dem Schild. Wir haben eine Spitzhacke zumindest hier. Wir streiken. Die Gewerkschaft der 7 Zwerge hat sich gestern Abend auf einen 3-tägigen Warnstreik geeinigt. Wir bitten um Verständnis. Natürlich, natürlich. Die kann ich sicher gebrauchen. Ja. Yeah. Die Lore ist bis zum Rand gefüllt. Trotzdem arbeitet hier wohl niemand mehr. Das haben wir natürlich, ist wahrscheinlich ein Labyrinth, ne? Das gefällt mir nicht. Nee, ist nicht. Goldklumpen. Der Klumpen Gold hängt sicher zu hoch für die Zwerge. Aber mit den Fingern bekomme ich den leider nicht raus. Dafür haben wir eine Spitzhacke. Achso, ich muss ja... Mit dem wackeligen Stiel funktioniert das nicht. Ich muss die Spitzhacke irgendwie reparieren. Okay. Ein Holzstück, was auch immer ich damit anfangen kann. Nichts passiert. Das funktioniert nicht. Verdammt. Nichts passiert. Nichts passiert. Nichts. Eine Spitzhacke mit ein paar Gebrauchsspuren. Der Stiel ist viel zu locker. Ohne das zu reparieren, wird man damit nicht viel anstellen können. Wäre zu einfach gewesen, mir hier die Spitzhacke zu geben, um dann auch direkt was machen zu können. Beware of undead. Eine Katze. Out. Lampe. Im Grablicht ist die Kerze ausgegangen. Vielleicht kann ich die noch gebrauchen. Da ist keine Kerze mehr. So, wir haben die Kerze genommen. Sehr gut. Verschiedene Kerze. Sehr witzig. Was soll ich sagen? Ein Grabstein. Eine solide. Ich will nicht schon wieder irgendwelche Geräte. La. Ich bin mir nicht wirklich sicher, ob ich hier graben soll. Es muss doch einen Hinweis geben. Nervte Katze. Nicht du schon wieder. Hey Katze, dich kenne ich doch. Ja, leider. Ja, wir sind bekannt. Sag mal, warum hängst du hier auf dem Friedhof rum? Das gleiche könnte ich dich fragen. Jetzt mal im Ernst. Ich bin eine Katze. Wir hängen immer gerne nachts irgendwo herum. Stimmt auch wieder. Ich gehe da mal wieder. Na endlich. Ja, wir haben viele verschiedene Gräber und brauchen einen Hinweis. Da haben wir Kraut. Vielleicht kann ich dieses Kraut gebrauchen, was hier im Mondlicht wächst. Ja, so haben wir praktisch das Kotzkraut. Bleibt uns nicht mehr viel übrig, ne? Eine Hütte. Zu verkaufen. Luxuriöses Landhaus mit geräumigem Plumpsklo. Zum Angebotspreis von 3 Millionen Goldstücken. Schnappi. Firma Ogre Immobilien.
Na, das ist ja ein Schnapp. Ist so richtig, er Schnapper. Würde ich direkt. Fass. Ich habe auch immer Pech. Zuschlagen? Ja, na, guck, ne, der Zaun hier kaputt. Da kriegt man bestimmt Vergünstigung. Die Lampe funktioniert nicht mehr. Hey, hier ist ein Schlüssel versteckt. Easy. Aufgeschlossen. Sesam, öffne dich, würde ich sagen. Ich habe gerade gedacht. Ich habe gerade gedacht, wir hätten das ganze Haus abgerissen, einfach. Das wäre gut gewesen. Mein altes Buch, das braucht sicher niemand mehr. Simon the Sorcerer war like einfach so eine komplette Wand aufgerissen. Der Kamin wurde schon lange nicht mehr benutzt. Ein altes Buch, was wohl bei Mutsu vergessen wurde. Meine Güte, da steht ein Mist drin. Das wird sicher niemand vermissen. Ein altes Buch. Aber was steht denn da drin, ist die Frage. Das ist das Klo. Ich muss aber nicht. Damit haben wir praktisch alles, nehme ich an. Die Fenster sind ziemlich dreckig. Onkel Sid würde sich hier wie zu Hause fühlen. Das Regal hat noch irgendwelche Geheimnisse. Hier ist nichts mehr drin. Wer auch immer hier gewohnt hat, hat alles mitgenommen. Aber gut, dann machen wir hier erstmal einen Cut. Auf jeden Fall bis jetzt sehr niedliches kleines Adventure. Vielleicht machen wir es im Stream weiter. Vielleicht auch als YouTube-Series. Aber wahrscheinlich wenn, dann eher im Stream. Also lasst gerne ein Abo hier da. Folgt mir auf Twitch und schaut da gerne rein. Ich wünsche euch einen schönen Tag und wir sehen uns beim nächsten Mal. Ciao, ciao!